In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit dem Python-Port Parameters Linienbauteil eigene Querschnitte verwenden könnt. Als erstes suchen wir kurz das Python-Port, das finden wir in der Bibliothek unter Standard Python-Ports und dann bei Parametrische Linienbauteil. Das heißt, dieses Python-Port werden wir heute verwenden, um die Randsteine zu verlegen. Bei diesem Part ist es am einfachsten, dass wir die Attribute in der Bibliothek managen. Das bedeutet, wir haben eine Bibliothek mit verschiedenen Querschnitten und bei diesen Querschnitten sind bereits Attribute vergeben. Es gibt vorgefertigte von uns, die wir bereits mitgeben. Dort sind so Standardattribute wie IFC Entity, Norm, Hersteller und so weiter drauf. Aber in gewissen Projekten braucht man dann mehr Attribute, weil man Vorgaben hat. Dann lohnt es sich, je nach Projektgröße in die Bibliothek sich eigene Einträge zu erstellen und dort bereits die richtigen Attribute für später drauf zu haben. Dann muss man danach nicht mehr so viele Attribute ergänzen und man kann mit einem Mapping dann die ganz einfach in P-Sets bringen oder auch noch umbenennen, was man halt immer dann noch damit machen muss. Oder natürlich, vielleicht gibt es auch Randsteine, Normen, die wir nicht erfasst haben, vielleicht von Städten oder von Kantonen, Gemeinden, die wir noch nicht erfasst haben, dann kann man die so selber erfassen und trotzdem das parametrische Linienbauteil verwenden und auch den zugehörigen Report. Das Einfachste ist, wir nehmen uns mal eine Vorlage, das heißt, wir gehen hier bei Robo Straßenbau Randabschlüsse, gehen wir mal zum Beispiel in Kanton Bern und holen uns dort eine Vorlage aus der Bibliothek. Diese setze ich mir einfach in Allplan ab und dann schaue ich mal, was für Attribute dort drauf sind. In der Version 2025 kann ich das mit dem Informationspalette machen. Das heißt, ich wähle diese beiden aus und öffne die in der Informationspalette und sehe, was hier drauf ist. Per se ist egal, was ihr hier drauf schreibt. Aber wenn ihr den Report verwenden möchtet, dann ist es wichtig, dass einmal das Attribut Längenberechnung drauf ist. Und ich würde dann bei der Bezeichnung die Normbezeichnung machen, also zum Beispiel Randstein RM12. Und beim Objektnamen die Definition vom Objekt, also zum Beispiel hier der RN12 und das Mörtelbett bzw. einfach der Beton, je nachdem wie ihr das benennen möchtet. Eigentümer und Norm und Randsteinhöhe macht aus meiner Sicht auch Sinn, aber natürlich kann man hier ergänzen, was man möchte. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir neue Randsteine erstellen. Dann würde ich einfach ganz normal über die Altplan-Funktion, die wir kennen, das aufzeichnen oder ich mache irgendeinen Import. Ich kann es hier mal vereinfacht demonstrieren. Ich gehe auf die Konstruktion Linie und dann kann ich mir hier mal einen neuen Randstein zeichnen. Ich mache jetzt hier irgendein Beispiel. So, schließe diesen hier unten ab. Und vollende das hier noch. Hierbei könnt ihr einfach auf eure Norm zurückgreifen oder auf das, was ihr benötigt. Ich habe es hier wirklich etwas mal einfach erstellt. Dann gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir von diesem 2D in das 3D kommen. Wir können zum Beispiel hier dieser Stein hier oben einmal umwandeln. Dazu gehen wir auf Element wandeln. 2D Konstruktion in 3D Linie Kurve. Bestätigen diese Eingabe oder diese Abfrage mit Ja und ich wähle mal hier die Steinlinien aus. Wenn ich nun ein Animationsfenster dazu nehme, sehe ich hier meinen 3D Polygonzug. Dieser 3D Polygonzug kann ich beim freien Modellieren unter der 3D Fläche mit dem 3D Fläche aus vorhandenen 3D Linien umwandeln. Hierzu klicke ich einfach meine Linien an und wir sehen im 3D, das ist weiß geworden. Das bedeutet, wir haben jetzt hier eine 3D-Fläche. Den Unterbereich können wir jetzt nicht direkt wandeln, weil hier die Linien fehlen. Was ich aber auch machen kann, wenn es nur einige Steine sind, ich gehe in die 3D-Fläche hinein und wähle die 3D-Polygonfläche
und klicke mir hier die Eckpunkte ab. Und bestätige das mit Escape und habe so beide Flächen erhalten. Wenn wir jetzt unsere Grundlage haben, wir haben unsere 3D-Flächen, würde ich mich mal zuerst um so allgemeine Themen kümmern, wie zum Beispiel um die Eigenschaften. Das heißt, ich gehe hier auf diesen roten Stift Formateigenschaften modifizieren und hole mit der Pipette von einem bereits richtig eingestellten Objekt die Informationen und übertrage diese. Nun geht es darum, die Attribute zu übertragen. Ich übernehme einfach mal das von meiner Vorlage. Das heißt, ich gehe auf Attribute übertragen. Übernahmebauteil ist das aus der Bibliothek, das bereits informiert ist. Ich bekomme hier bereits eine Liste und könnte direkt Anpassungen vornehmen. Ich bestätige das jetzt mal mit OK, wähle mein Objekt und wähle Attribute ersetzen. Ich mache das gleich nochmals mit meinem Beton, wähle das aus, bestätige mit OK, wähle ersetzen, wähle das Objekt und klicke auf Anwenden. Wenn wir nun in die Attribute modifizieren gehen, kann ich hier von meinem Stein die Attribute anpassen. IFC Entity mit IFC Curve ist soweit korrekt, da werde ich nichts machen. Material könnten wir umschreiben, wenn es doch ein Betonstein ist. Wir können hier einen Namen vergeben, die Abrechnungsart auf Meter ist korrekt, weil die auf Laufmeter abgerechnet werden, das Gewerk ist ebenfalls korrekt, Faktor brauchen wir nicht, hier haben wir jetzt RN12, je nachdem was für ein Typ das halt ist, kann man hier den Typ auch ändern. Und dann haben wir außenliegendes Bauteil, das ist ja auch korrekt eingestellt. Dann haben wir den Eigentümer, da können wir zum Beispiel auch eine Stadt machen, Stadt XY, je nachdem halt, von wem die Norm ist oder wem das dann auch gehört. Der Einheitspreis hängt mit dem Report zusammen, weil wir geben hier jetzt den Preis pro Meter ein. Ich nehme jetzt hier einfach mal 80, dass wir einen Wert ausgewählt haben. Die Längenberechnung ist ganz wichtig, weil der Report funktioniert so, dass er nach der IFC Entity IFC Curve sucht. Das heißt, jedes Objekt mit der IFC Entity IFC Curve wird danach ausgewertet. Bei den Randsteinen haben wir das Problem, dass der Randstein als gesamtes Objekt angeschaut wird. Das heißt, der Stein, eventuell noch ein Wasserstein und der Beton wird als eines angesehen und auch so will man den Report haben. Wir haben das jetzt Altplan intern so gelöst, dass auf einen der zwei oder drei Objekte bei der Längenberechnung Ja steht. Dadurch wird dann nur dieses Objekt ausgewertet. Das heißt, bei einem, meistens beim Hauptstein, beim dominanten Stein kann man sagen, wählen wir hier dann Ja. Ich zeige euch danach gleich ein Beispiel, wo wir mehrere Steine haben, wo einer auf Nein eingeschaltet ist oder einfach das Attribut nicht vergeben ist oder nicht ausgefüllt. Das heißt, es geht wirklich nur mit dem Filter Ja. Norm können wir hier unten eingeben und die Randsteinhöhe kann ich jetzt hier noch auf 10 cm anpassen. Und soweit ist das gut. Ich bestätige das und gehe hier in das nächste Objekt. Schaue hier auch noch kurz einmal durch. Bezeichnung ist hier der Typennamen sozusagen vom ganzen Randstein. Und dann kann ich hier zum Beispiel das auf Beton ändern und das hier auch, je nachdem wie das benannt wird bei euch. Dann kann ich hier wieder die Stadt XY auswählen. Dann könnte ich hier Definitionen vom Größkorndurchmesser, von der Norm, vom Wasserzementwert, vom Zement an sich wählen. Ich kann auch hier immer wieder Attribute hinzufügen. Und man sieht jetzt auch hier ist keine Längenberechnung dabei. Also nur bei einem Objekt ist das drin. Was auch geht, ist, wenn ich jetzt hier mir das Längenberechnung-Attribut hole, das ist im Leitungskataster, dann kann ich das auch auf Nein definieren und es funktioniert weiterhin. Es darf einfach nicht bei zwei Objekten Ja stehen, sonst funktioniert der Report nicht korrekt. Und die IFC-Entity muss immer vergeben sein, dass der Report funktioniert. So, wir bestätigen das mit OK. Und jetzt haben wir eigentlich hier die ganze Vorarbeit geleistet. Ich kann auch hier nochmals kurz in der Informationspalette das öffnen. Wir sehen jetzt hier, wir haben verschiedene Elemente gerade ausgewählt. All die Linien können ja auch Attribute drauf haben. Das heißt, ich kann hier kurz bei den
filtern, einen Filter setzen zu 3D minus Fläche. Und jetzt haben wir das richtig sortiert. Und können wir auch nochmals kurz durchschauen. Rangenhöhe bei einem angegeben, beim anderen nicht zugeordnet. Die Norm ist identisch, das ist gut. Einmal Längenberechnung, einmal nicht. Sehr schön. Und das hier wäre eben die Normbezeichnung und dann die Objektbezeichnung. Hängt einfach damit zusammen, wie ihr das später dann im Report seht. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wir können nun das Objekt bei der Bibliothek hinzufügen. Jetzt kommt es ganz darauf an, wie oft ihr das später dann verwenden werdet. Das heißt, wenn es das etwas Einmaliges ist im Projekt, werde ich das ins Projekt machen. Wenn das im Büro immer wieder verwendet wird, könnt ihr das hier auch ins Büro machen. Ich mache das hier mal in das Projekt Randsteine. Ich stelle jetzt hier mal eine Gruppe in den Randabschluss und dann gehe ich auf Element einfügen, Symbol einfügen. Er fragt mich, was ich einfügen möchte. Ich wähle die beiden 3D-Flächen. Schaut, dass wenn ihr hier noch Linien habt von vorher, vom Erstellen, dass ihr die nicht auswählt, wirklich nur die 3D-Flächen. Ich bestätige das mit Rechtsklick. Er fragt mich nach dem Ausgangspunkt. Das ist der untere Achspunkt, also dort, wo die Fahrbahn ankommt und wo der Versatz beginnt oder der Absatz. Das heißt, ich klicke hier auf dieser Höhe. Die Snoop-Funktionalität brauchen wir nicht und ich bestätige das mit OK und vergebe einen Namen. Randstein ohne Wasserstein und bestätige das mit OK. Jetzt haben wir das der Bibliothek hinzugefügt und das wäre eigentlich die ganze Arbeit gewesen. Jetzt können wir hier noch kurz ein kleines Beispiel machen mit einer kleinen Achse, wo wir jetzt in der Bibliothek unter Standard Python Parts parametrisches Linienbauteil unser Linienbauteil öffnen, im Modus Randstein sind und dann unsere Achse hinzufügen, nachdem wir hier diesen Text noch einmal kurz abgesetzt haben. Achse hinzufügen, haben wir links oder rechts aus. Das hängt ganz damit zusammen, wie das Profil erstellt ist. Wenn ihr das Profil immer so erstellt, dass auf der linken Seite die Fahrbahn kommt, dann ist das hier immer richtig. Dann könnt ihr rechts und links wirklich auch auswählen, dann macht das Sinn. Wenn ihr das Profil gespiegelt erstellt, müsst ihr auch das hier spiegeln. Also dieser Knopf macht nichts anderes, wie das Profil einmal zu spiegeln. Und standardmäßig ist es so erstellt, dass links immer die Fahrbahn kommt und dann der Versatz nach oben. Das heißt, auch wenn ihr mit der Vorlage arbeitet, also ein bestehendes Bibliothekselement herausnehmt, um das abzuschauen, könnt ihr das dann auch genau gleich einfach aufbauen. So, wir nehmen jetzt hier mal den linken Rand. Ich kann dann das Profil hinzufügen, das heißt im Projekt Randstein wähle ich das Ganze aus. Mehr stellen wir jetzt hier nicht ein und ich gehe auf 3D-Körper erzeugen, Berechnung abgeschlossen. Und ich sehe, mein eigenes Profil wurde hier angewendet. Ich gehe auf Schließen und gehe mir mal kurz die Attribute anschauen. Und ich sehe, die Attribute wurden übertragen. Wenn ich das alles richtig eingeschaltet habe, kann ich auf Reports gehen. In den Bereich Allplan, Standard. Und dann suche ich hier Tiefbau BIM. Gehe auf Übersicht Randabschlüsse, bestätige mit OK und wähle meinen Bereich aus. Und wir sehen, es kommen jetzt hier drei Objekte. Ich habe nämlich hier unten die 3D-Flächen auch ausgewählt. Ich klicke mal hier drauf, bekomme ich eine Vorschau, was das überhaupt ist. Ich gehe zurück in den Report, zu den anderen 3D-Körper bzw. die 3D-Fläche. Und der unterste mit dem Einheitspreis, mit einer Kostenberechnung, ist dann dieser Stein hier. Das heißt, ihr seht, er rechnet immer einfach mit diesem Jahr und sortiert wird danach mit dem Typ. Und der Typ ist eben dieses Attribut hier, das ihr dann dementsprechend ausfüllen könnt. Das wäre die Bezeichnung, nach dem sortiert es euch.
Den Report, weil teilweise bei gewissen Kantonen ist die Norm eine Normnummer für mehrere Steine, dann wäre dort die falsche Gruppierung drin, deswegen nach der Bezeichnung. Für die, die wissen wollen, wie das Tool allgemein funktioniert, wie man es anwendet, es gibt da noch ein anderes Video, das werden wir euch jetzt hier verlinken.